Herzlich willkommen bei Erlebe Gesundheit. Im heutigen Video reden wir zusammen über das Thema Fußheberschwäche und welche Übungen du machen kannst, um diese bestmöglich zu behandeln. Falls dich das Thema interessiert und du allgemein noch mehr Videos dazu sehen willst, kannst du mir jetzt sehr gerne unten kostenlos ein Abo dalassen. Es geht sofort los nach dem Intro. Eine Fußheberschwäche ist ein Kraftverlust der Muskeln, die deinen Fuß anheben sollen. Der Grund dafür ist meistens eine Nervenschädigung bzw. Nervenbeeinflussung. Betroffen ist hier meist der Peroneusnerv. Man unterscheidet hier nochmal zwei Arten, und zwar erstmal irgendwo eine Schädigung vom zentralen Nervensystem, sprich irgendwo auf dem Weg Gehirn, Rückenmark, passt irgendwas nicht. Und als zweites, das periphere Nervensystem ist betroffen, bedeutet irgendwo vom Rückenmark bis letztendlich zur Muskulatur. Die Symptome sind hier eigentlich relativ eindeutig. Der Betroffene hat Probleme, seinen Fuß anzuheben. Das fällt dann meistens auf einmal beim Abrollen des Fußes, da beim Abrollen die Fußspitzen nach oben zeigen. Und dann wieder beim Vorschwingen des Beins, da der Fuß meistens in einem Spitzfuß nach unten zeigt und dann über den Boden schleifen würde. Sprich, Betroffene ziehen dann einfach ihr Bein bzw. ihr Knie beim Laufen weiter nach oben. Sprich, man sieht da häufig ein sehr stark verändertes Gangbild. Bei den Ursachen unterscheiden wir zwischen dem peripheren und dem zentralen Nervensystem. Beim zentralen Nervensystem ist die häufigste Ursache der Schlaganfall, aber auch Multiple Sklerose und ein Schädel-Hirntrauma. Das sind da so die gängigsten, häufigsten Ursachen. Beim peripheren Nervensystem sind die meisten Ursachen ein Bruch irgendwo im Unterschenkel, bei dem ein Nerv verletzt oder irgendwie beeinflusst wurde. Außerdem aber noch eine Bakerzyste. Zu diesem Thema Bakerzyste habe ich schon einige Videos gemacht. Da verlinke ich dir jetzt hier oben mal eine Playlist. Aber auch ein Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich. Zum Thema Bandscheibenvorfall habe ich ebenfalls schon einige Videos gemacht, verlinke ich dir auch jetzt hier oben. Aber auch allgemeine Druckschäden bedeutet, wenn du zum Beispiel sehr viel mit übereinander geschlagenen Beinen sitzt und viel Druck hinten in die Kniekehle die ganze Zeit bekommst oder wenn du irgendwas unten am Fußbein gebrochen hattest und bekommst das Bein gegipst, wenn der Gips einen Tick zu hoch geht und dann die ganze Zeit, gerade beim Sitzen, in die Kniekehle reindrückt, dann kann es ebenfalls dazu kommen, dass der Nerv gestört wird, der die Muskulatur unten im Bein versorgt. Ich habe genug gequatscht, kommen wir zu den Übungen. Für die erste Übung darfst du dich auf einen Stuhl setzen, die Füße beide fest am Boden fixiert. Und jetzt versuch mal, hier vorne deine Zehen nach oben zu ziehen. Konzentriere dich darauf. Brauch am Anfang viel Konzentration. Nur die Zehen anzuheben, kurz zu halten, zähl für 3-4 Sekunden und dann wieder langsam zu senken. Wieder anheben, kurz halten und langsam senken. Und wenn du merkst mit der Zeit, das klappt gar nicht so schlecht, ich krieg da eine Ansteuerung rein, werd langsam sicherer, dann darfst du mal versuchen, nicht nur den Zeh, sondern den ganzen Vorderfuß anzuheben. So. Und wieder langsam zu senken. Anheben. 3-4 Sekunden zählen im Kopf. Senken. Und hier wirst du schon direkt merken, der Muskel hier seitlich, Tibialis anterior, einer von den Muskeln, die mitverantwortlich sind, den Fuß anzuheben, der wird hierbei ordentlich trainiert. Und davon machst du mal mindestens für den Anfang 15 bis 20 schön saubere Wiederholungen, dass du den Muskel mal wirklich aktiv spürst.
Fast die gleiche Übung machen wir jetzt aber nochmal auf dem Boden sitzend, im Langsitz, also sprich Beine ausgestreckt. Und jetzt versuchst du nochmal die Zehen zu dir ranzuziehen und dann wieder langsam zu lösen und in die andere Richtung zu strecken. Dann wieder ranziehen und in die andere Richtung strecken. Auch hier schön langsam das Ganze. Sei nicht enttäuscht, wenn du nicht sofort hier die Ansteuerung hinbekommst. Hat ja einen Grund, warum der Fuß sich nicht mehr automatisch hebt. Da müssen wir langsam uns rantasten, viele Wiederholungen machen und üben, üben, üben. Hiervon würde ich dir empfehlen, auch wieder 20 schön saubere Wiederholungen zu machen. Solltest du jetzt merken, ey, das klappt wunderbar, ich krieg das hin, darfst du mal mit einem Gummiband das Ganze noch verstärken, sprich ein Gummiband an einem Geländer, Tisch, wo auch immer befestigen und um deinen Fuß legen, das Bein wieder ausstrecken und jetzt kommst du hier von der Streckung des Fußes in die Beugung, in denen du die Zehen wirklich zum Körper bringen willst. Langsam wieder nach vorne bringen und wieder ranziehen. Sehr gut. Und hier unter Belastung wirst du wahrscheinlich am Anfang noch nicht so viele Wiederholungen hinbekommen. Probier da mal 10 langsame, sauber ausgefüllte Wiederholungen zu machen. Im Anschluss kommen wir zu eigentlich einer sehr simplen Übung, und zwar dem Einbeinstand. Beim Einbeinstand arbeitet vor allem die Muskel hier im Unterschenkel, um deinen Fuß eben in der richtigen Position zu halten. Wichtig hierfür aber, wie machen wir den Einbeinstand? Du stellst dich zuerst auf die Ferse, anschließend rollst du über die Außenkante des Fußes und legst dann deine Zehen ab. So hast du jetzt hier auf der Unterseite eine kleine Kuhle. Und die solltest du, ich zeige es dir seitlich, diese solltest du auch beibehalten. Und dann hebst du das andere Bein leicht vom Boden ab und probierst einfach nur zu halten. Man wird automatisch merken, wie unten der Unterschenkel arbeitet. Und genau das wollen wir. Ungefähr mal 30 Sekunden, Beinwechsel, andere Seite, 30 Sekunden. Anschließend kommen wir noch zu deiner letzten Übung und dafür darfst du dir mal ein Handtuch, wie ich ein Socken, ein Gummiband, ein Stift, was auch immer dir einfällt, nehmen, vor dich auf den Boden legen und jetzt versuchst du, diesen Gegenstand mit den Zehen zu greifen, dir zu übergeben, wieder hinzulegen, nochmal neu den Gegenstand greifen, zu übergeben und hinlegen und so weiter. Am Anfang jetzt hier gerade so eine Socke, die ist jetzt nicht besonders schwer, die wiegt kaum was. Du kannst natürlich steigern, nach der Socke kommt vielleicht das Handtuch, nach dem Handtuch kommt vielleicht ein bisschen nasses Handtuch, was dann nochmal mehr wiegt und so weiter. Und so kannst du langsam das Ganze steigern. Und mit diesen relativ simplen Übungen kannst du jetzt erstmal starten und die eigentlich jeden Tag mal machen und merken, wie es besser wird. Wenn es dir gefallen hat und du in Zukunft auch keine Videos mehr verpassen willst, darfst du jetzt natürlich sehr gerne kostenlos ein Abo auf meinem Kanal dalassen. Und ansonsten sehen wir beide uns wieder in einem meiner nächsten Videos bei Erlebe Gesundheit.